Willkommen, Freunde, zurück bei FIFA 18 The Journey Hunter Returns. Und wir haben drei Attribute zu vergeben. Wir sind ja kein Vorbereiter, sondern eher Torjäger. Ist das hier mehr Luft? Eine Beschleunigung. Okay, kostet auch direkt drei, aber egal. Nehme ich. Was ist das hier? Wenn du konstant gute Leistung zeigst, singen die Fans deinen Namen. Ole. Ole. Weiter. Morgen, mein Junge. Gut geschlafen? Danke. Danke, dass ihr gestern noch vorbeigekommen seid. Ich brauchte einfach jemanden. Schon okay. Wir sind immer für dich da. Ja? Hast du es schon gesehen? Was gesehen? Rekorde machen interessante Fotos die Runde, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das untermauert natürlich... Oh, das stimmt doch gar nicht. Mach dir keine Sorgen, sowas ist normal. Bei einem Transfer muss man mit sowas rechnen. Normal? Sieht aus, als würde alles außer Kontrolle geraten. Immer noch kein Angebot? Die großen Clubs warten bis zum letzten Moment. Ich treffe mich heute mit dem Agenten. Morgen früh ist alles durch. Hab einfach ein bisschen Geduld, ja? Ja, hoffentlich denkst du daran, was das Beste für Alex ist. Komm schon, Opa. Nicht schon wieder, ja? Wann hat Michael uns jemals enttäuscht? Das wird bestimmt gemacht nach dem Trikottausch oder so. Den wir da mit drin Ronaldo hatten. Oh, wir haben vier neue Sachen. Ja, damit. Was haben wir denn? Ein neues Outfit. Ein neues T-Shirt. Was für ein T-Shirt haben wir denn? Das hier. Wie sieht das aus? Lassen wir einfach mal an. Zurück, zurück. So, aussehen. Wir haben am Hals. Wir haben den Adler. Da. Okay, und das andere ist das hier. Was steht da? Mom? Hm. Und wir haben schon wieder neue Schuhe. Ziehen wir direkt die neuen Schuhe an, würde ich mal sagen. Passt schon. Okay. Wir gucken mal kurz hier rein. Mr. Alexander, Glückwunsch zum heutigen Tor. Okay. Angeblich möchte Westbrook und Alexander durch einen Spieler aus der Championship ersetzen. Echter Gerücht. Eventuell habe ich bald tolle Neuigkeiten, was meine Zukunft angeht. Hashtag auf. Hashtag Augen auf. Wenn Alexander tatsächlich zu Real Madrid geht, soll ihn wohl sollen Williams ersetzen. Na, wir machen einfach mal weiter. Was haben wir heute? Passen Grundlagen. Okay, ich denke mal, das sollte nicht das größte Problem werden. Wer ist bereit für ein bisschen Training? Kommt schon, fangen wir an. Fangen wir an. Okay, ein bisschen passen hier. Wird schon. So. Oh, das war schlecht. So. Upp. Nein. So. Excellent. Weiter. So was, okay. Aber wir dürfen passen. Ach, Hunter. Ups.
Da. Zack, zack. Runter, hoch. Da. Zack. Ja, perfekt. Ging doch ganz gut. Zweimal A. Jawohl. Ballons und so alles. Super Training. Ich bin mit eurer Leistung sehr zufrieden. Vor allem der junge Alex Hunter war grandios. Sehr gut. Ah, danke. Wir haben schon wieder was Neues. Outfit. Mehr neues T-Shirt. Okay, dann war es glaube ich das hier. Aber das, wir haben eine neue Hose. Nee. Weil welche hatte ich vorher an? Okay, und wir haben neue Schuhe. Diese hier. Den sehen doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt kommt das nächste Spiel. Wir sind Zweiter und wir spielen gegen den 14. Chelsea ist der Erste, okay. Wie die ihn alle böse angucken. Schnapp dir ein Leibchen, Junge. Ich sitze auf der Bank? Der Trainer meint, der ganze Transferkram lenkt dich einfach zu sehr ab. Und ich sehe das eigentlich auch so. Mich lenkt überhaupt nichts ab, echt nicht. Okay. Weißt du, ich würde dich ja gerne halten. Wir sitzen auf der Bank. Na großartig, wir dürfen zugucken. Auswechselspieler. Kann ich, wenn ich mit dem Team spiele, kann ich dann trotzdem das Ganze spielen, oder? Immerhin haben wir haben wir die Aufgaben für Kapitel 2 alle abgeschlossen. Ja, die buhen uns alle aus. Das Spiel kann losgehen. Alex Hunter sitzt heute nur auf der Bank. Jawohl, ich kann den Trainer schon verstehen, nach den Gerüchten über einen möglichen Wechsel. Dann schauen wir uns mal das Spiel an. Vielleicht die Chance. Tor. Was für ein Blitzstart. Ja, man hört das ja. Die Fans sind unzufrieden. Aber leider für die Falschen. Oh. Hallo? Oh, der Ballverlust. Oh, gefährlich. Nein! Tor Nummer 2. Unglaubliche Lücken da hinten in der Abwehr. Hallo? Ja, die laden sie ja ein. Pfeifkonzerte, Fans, Hunter immer noch auf der Bank. Sie versuchen es erneut. Ey, komm, die treffen jetzt. Nein! Alter, steht 3-0 gegen uns. Das kann doch nicht sein. Hallo? Mann! Okay, Hunter, es geht los. Danke. Bisschen spät, meinst du nicht? Jetzt kannst du sie überzeugen. Ich brauch die nicht. So verabschiede ich mich hier nicht. Noch ist das unser Verein. Noch ist das mein Club. Die wollen einfach nicht, dass du gehst, Junge. Wir müssen 3 Tore aufholen. Und wie viel Zeit so, haben wir noch? Die Fans haben ihre eigene Meinung zu Hunter. Und die sagen und zeigen sie ihm auch deutlich, da ist im Moment wenig Sympathie okay, vorhanden. 6. Prüfe im Torwart, bringt 5 Schüsse.
Hol mindestens ein Remis. Alter Schwede. Wir müssen mindestens jetzt drei Tore. Na, das wird heftig jetzt. Das wird... Vor allem, wie viel Zeit haben wir noch? Ich will die Zeit. Wie viel Spielminute haben wir? Okay, wir haben quasi 60... Wir haben eine halbe Stunde, um drei Tore zu schießen. Philipp Bernhard. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Und der Schuss blockt der Abwehrspieler. Alter! Das gibt Freistoß. Jo, die Markierungen waren vorher schon da. Haha. Die Markierungen waren schon da, du brauchst deinen Spray nicht, Junge. Gefahr erst mal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sauber vom Ball getrennt hier. Claudio Jakob. So, was machen Sie draus? Da kommt die Hereingabe. Dann so war doch ungefährlich. Und da kann sich die Scheiße, ey, das. Ich würde mal sagen, wir werden das hier verlieren. Sie werden hier wechseln. Ich glaube nicht, dass wir drei Tore schaffen. Shawcross. Hast du noch? Perfekt. Komm mitten rein, ja. Geh weg, der Schiri. Jakob. Jetzt wird's gefährlich. Es ist da wieder keiner. Hunter ist vorne, perfekt. Und jetzt die Chance. Das ist Hunter. Ja, dieser Hunter, da zeigt er wieder, wie wertvoll er ist. Aber der Rückstand ist natürlich immer noch enorm. Na also. Das ist mein Verein. Mein Verein. Komm, jetzt ich markiere nicht den Großen, ey. Ärgerlich, er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und so weiter konzentrieren. Komm, weiter. Auf geht's. Doppel, ja, wechseln, egal, weiter hier. Nach diesem Treffer steht es nun. Jetzt. 3-1. Imbula. Cameron. Jawohl. Könnte jetzt was werden. Der eigene Spieler stand uns im Weg, Mann. Johnson. Der eigene Spieler. Ist das dumm. Egal. Ab nach vorne. Komm runter. Ja. Schwupp. Das könnte der jetzt eine Chance. Jawohl. Nur noch eins. Alles schien schon entschieden, aber es ist nur noch eins. Wahnsinn. Und ausgerechnet Hunter macht dieses Tor. Jawohl. Na komm, jetzt macht er einen auf. Ja, ja. Und trotz Unterzahl ergeben sie sich nicht ihrem Schicksal. Klasse Mannschaftsleistung, die hängen sich wirklich rein und damit ist der Treffer natürlich auch verdient. Trotz Überzahl hat einer... Es hat doch keiner eine rote Karte. Habe ich das jetzt falsch verstanden? Komm, noch einen. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Das war schlecht. Alex Hunter zu Real Madrid. Das liest man im Moment überall. Wäre das nicht zu früh für ihn, Buschi? Es gab natürlich schon Beispiele, wo junge Spieler, ganz junge Spieler, zu solchen Top-Clubs gewechselt sind und dann auf der Bank versauert sind. Ob das Hunter auch droht? Schöner Pass. Jawohl! Achtung jetzt! Ist es das jetzt? Komm rein! Ja! Das ist heute sein Spiel. Komm, Bus. Er macht sein Spiel zum Trainer. Tor. Mist. Nicht angekommen. Das gibt's nicht. Das. Der war aber auch schön, der Pass. Eine wirklich überragende Leistung. Ja. Jawohl. Das Tor hat jetzt nochmal. Mann, es geht. Kamera eingefangen. Über den Arm vom Torwart drüber. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst. Sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt's halt manchmal. So. Bojan. Oh. Jetzt könnte es gefährlich werden. Unaufhaltsam. Oh. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt der Schuss. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Schaffen wir jetzt noch den Sieg? Das wäre doch der Hammer. Komm. Einfach alles nach vorne. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Wird's jetzt gefährlich? Da ist keiner mehr.
Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Oh, das war nicht gut. Egal, haben wir nicht. Kopf. Ja, sehr gut. Direkt weit. Nein. Gib mir den Ball. Wird das gib mir den Ball, gib mir den Ball. Will den Ball haben, her damit. Peters. Ja, da. Ja. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Chance zur Führung. Hansa. Ja. Riesenjubel auf der einen Seite, Niedergeschlagenheit auf der anderen. Was für ein Tor. Und ich glaube, das war's. Das gibt's nicht. Und jetzt liegen sie hier vorne. Und das mit 10 Mann. Die hängen sich. Okay, das heißt, es hat wirklich einer rot gekriegt. Das wurde okay, nicht gezeigt, oder? Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen. Das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie geil ist das denn? Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Regulär sind es noch 7 Minuten. Jetzt dürfen wir nur keinen kassieren. Cameron. Mit dem Ball zack. Am Fuß, Richtung geht einfach rein, Tor. Egal ob's. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert ach komm. Buschi. Auf jeden jo, stimmt. Fall ist es da oben sieht man es ja auch, dass die rote Karte da ist. Das habe ich gar nicht realisiert. Komm weg damit. Ball kam gut, aber erstmal ist nein. Die Gefahr bereinigt. Nein. Ja, nein. Hast du. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Weg damit. So. West Brom hat da jetzt Platz. Der Ball geht Richtung Hunter. Jetzt vielleicht. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Na, da hat einiges gefehlt. Der. Naja. Ich würde mal sagen, das haben wir grandios gedreht, das Spiel. 4-mal und alles 4 Hunter. 5 Minuten gibt's hier drauf. Das ist reichlich. Und komm. Klar, den Fans passt das nicht. Sie wollen den Abpfiff. Und die Fans hätten. Kurz vor Schluss gibt's noch einen Freistoß. Ja. Kriegen wir noch gelb. Sie gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. Wie der Rasen aussieht. Ist egal. Bringt alles Zeit. Und Hunter. Ah. Oh. Bringt alles Zeit. Alles Cameron. Gut. Das ist nicht gut. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Hereingabe kommt lang. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Oh. Und jetzt geht auch der Torhüter nach vorne. Es hält ihn nichts mehr hinten. Das war aber. Ja. So, jetzt. Wir müssen die Ecke irgendwie raus. Wir müssen die Ecke rauskriegen. Vielleicht kann nur entweder zu. Ecke Shaqiri. Ah, da können sie nicht entscheidend klären. Doch, können. Wird er jetzt gestört. Ja! Jawohl! Ist es gewesen. Jawohl! Das ist vorbei. Das gibt's nicht. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Das ist unglaublich. Eine unglaubliche Leistung. Ja. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Wir haben das Ding gedreht, haben wir's. Ein toller Erfolg für Sie. Über den ganz großen Rivalen, der tut richtig gut. Und sehr, das werden Sie in den nächsten Tagen auch in der sehr Stadt. Die Fans sind ja schön. Gerade nach Siegen in diesen Duellen mehr als nur dankbar. War das geil. Dein zweiter Dreierpack in dieser Saison, sehr gut. Überragende Technik bei dieser Direktentnahme. Schön, wie du im Strafraum aufs Tor geschossen hast. Das, was ist, das nenne ich Torinstinkt, schöner Schuss. War das ein wow. Er sieht trotzdem irgendwie etwas niedergeschlagen aus, oder? Mal schauen.
Alex, sensationelles Spiel. Der Trainer setzt sie in letzter Sekunde auf die Bank. Ihr Team liegt 3 Tore zurück und erhält einen Platzverweis. Sie werden bei ihrer Auswechslung ausgebuht. Und dann beginnen sie diese unglaubliche Aufholjagd. Wie fühlt sich das an? Persönlichkeit. Alex' Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu den Fans und zum Trainer. Hitzköpfig sichert dir zusätzliche Fans und somit auch finanzielle Chancen, belastet jedoch dein Verhältnis zum Trainer. Ausgeglichen, variiert und sorgt dafür, dass Alex' Verhältnis zu Fans und Trainer hauptsächlich von seinen Spielleistungen beeinflusst wird. Cool sichert dir das die Gunst des Trainers und somit Potenzial auch mehr Spielzeit, verschafft dir auch weniger Fans, okay? Es ist toll, es den Fans nach ihrem Buchrufen gezeigt zu haben. Ich wollte das Spiel noch für die Fans gewinnen. Es freut mich, dass wir das Spiel noch erfolgreich gestalten konnten. Ich bin froh, dass ich nach diesem Durchhänger noch etwas erreichen konnte. Und zwar klar, wenn wir noch mal rankommen, ist hier noch was zu holen. Die Fans waren riesig und wir haben es noch geschafft. War das Ihr letztes Spiel für diesen Club? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Mein Fokus gilt dem Spiel. Ich will die 3 Punkte, solange ich hier spiele. So wie immer halt. Danke fürs Gespräch. Danke. Ja, bitte. Wow. In 40 Minuten haben wir 4 Tore gemacht. Na gut. Wenn wir kein Geld, kein Startelf-Kapital gekriegt haben, haben wir 4 Tore. Das heißt, wir haben 990 Pfund. Ne, 880 waren zu weit. 880 Pfund. Sehr, sehr schön. Nun gut. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Und ich will erstmal sagen, bis dann und ciao.